Mit Entsetzen äußerte sich Lisa Marie Presley über die Darstellung ihres Vaters, Elvis Presley, in Sofia Coppolas neuem Film Priscilla. In E-Mails bezeichnete Presley das Drehbuch als schockierend, rachsüchtig und verächtlich und forderte Coppola auf, die Darstellung zu überdenken. Sie sorgte sich um ihre Mutter, Priscilla Presley, um die es in dem Film geht und um die Auswirkungen, die der Film auf ihre Familie haben könnte. Das Biopic, das auf Priscillas Memoiren basiert, beleuchtet die Beziehung von Elvis und Priscilla und wirft Fragen zu ihrem Altersunterschied und ihrer Machtdynamik auf. Presley warnte davor, sich öffentlich gegen den Film auszusprechen. Und während Coppola antwortete, dass sie Priscillas Geschichte mit Sensibilität und Komplexität würdigen würde, blieb Presley skeptisch. Die E-Mails verdeutlichen die komplexen Herausforderungen, mit denen man konfrontiert wird, wenn man Kunst über das Vermächtnis einer Ikone macht und wie Nachlässe oft in Streitigkeiten über angepasste Inhalte verwickelt werden.